eine Reise an die andere setzt, eine Erfahrung, ein Wissen an die nächste setzt. Was ich gerne auch nochmal betonen würde hier an dieser Stelle, ist, dass ich immer noch unter privilegierten Bedingungen dort arbeite, weil ich weiß bin, weil ich Europäerin bin, wenn ich die Situation in Mogadischu sehe, allein seit Anfang September sind da 5 Kollegen getötet worden. Und das, obwohl eigentlich die Situation sich im Vergleich zu vorher noch stabilisiert. Man bekommt das hier vielleicht weniger mit. Und das finde ich auch immer wieder den Antrieb für meine Arbeit, dass ich eben weil ich Europäerin bin, auch hier in Europa gehört werde. Und auch immer wieder sehr stark natürlich empfinde, wie anders die Arbeitsbedingungen für mich als Deutsche, als Europäerin sind. Also das, ich spreche in dem Film ja auch kurz an, dass ich auf die lokalen Kollegen angewiesen bin, in der Einschätzung von Situationen, die ich selber als Ortsfremde so gar nicht einschätzen kann. Und ich kann aber jederzeit gehen. Ich kann mich die Situation immer wieder entziehen. Es gab zum Beispiel, ich hatte meinen Rückflug, in der Zwischenzeit waren in der Stadt Gefechte entstanden. Ich war selber nicht sicher, ob ich den Flughafen erreichen würde. Mit dem Auto gefahren durch eine Kolonne von Militärs, die nervös waren und jederzeit alles machen konnten. Ich dachte, wenn ich das Flugzeug kriege, dann bin ich in Sicherheit. Und es war unglaublich bizarr, das Flugzeug hebt ab und ich weiß, in dem Moment gelten für mich wieder die Regeln Europas. Ich bin in Sicherheit, weil ich plötzlich wieder zu der für mich realen Welt gehöre und diese Science-Fiction-Szenerie buchstäblich unter mir lasse. Und habe mich in dem Moment gefragt, wie viele werden von meinen Leuten in Anführungszeichen nächstes Mal noch leben. Und nächstes Mal haben nicht mehr alle gelebt. Ich habe das Geld und den richtigen Pass, um diese Regionen verlassen zu können. Und so ist das, also wie gesagt, Mogadischu ist ein Ort von denen, wo es, seit ich das letzte Mal da war, wieder Tote gegeben hat. Ich konnte gehen. Eine andere Region, zu der ich gearbeitet habe zuletzt, ist Kongo, da habe ich ein Feature geschrieben. Auch da hat sich die Situation seitdem verschärft. Auch da sind Leute wieder seitdem umgebracht worden. Und ich finde es nach wie vor so gefährlich, ist natürlich selbst für mich, es dorthin zu gehen. Ist es eine Chance, dorthin gehen zu können, aber auch immer wieder rauszukommen und nach Europa zu kommen und wie gesagt, das Privileg zu haben, dass ich als Europäerin, als Deutsche in den hiesigen Medien natürlich auch stärker gehört werde, als das, was die Kollegen vor Ort berichten. Was sind denn Ihre Arbeitsbedingungen in Kenia? Das ist ja ein vergleichsweise stabiles Land aus europäischer Sicht mit relativ demokratischen Strukturen. Kann man da so ähnlich arbeiten wie in einem freien europäischen Land? Ich jetzt als Weiße schon. Kenia ist vor allem für mich im Moment Basis. Also von dort aus arbeite ich auf dem ganzen Kontinent eigentlich. Für die kenianischen Journalisten ist das anders. Die können nicht so arbeiten, unbedingt wie wir hier arbeiten, wobei die Einschränkungen nicht so unbedingt in erster Linie politischer Natur sind, sondern finanzieller. Also das ist das, wie in Afrika meiner Ansicht nach die Pressefreiheit im Moment vor allem beeinträchtigt wird, dass die Leute gar nicht das Geld haben für Recherchen oder aber bezahlt werden von Leuten, die sie mitnehmen auf Reisen und natürlich dadurch auch Unabhängigkeit verlieren. Ja, Frau Müller, ich bedanke mich auch für Ihr Statement. Ich möchte gerne natürlich Sie alle, die Journalisten hier, auffordern,